Salve ragazzi und herzlich willkommen zu Spieltag Nummer 17 der World Series Second Season hier bei International Superstar Soccer Deluxe. Ich bin immer noch der Colt und wir machen immer noch Italien great again. Auch wenn wir gerade im Moment nicht so great sind, wir sind zusammen mit Österreich in 9. 12-mal gewonnen, 4-mal verloren, spielen jetzt gegen den 33. der Tabelle, die haben erst einmal gewonnen. Die Iren, und wir hoffen, dass es auch so bleibt. Wichtig wird sein, was die ersten 6 vor uns so machen. Hier schon mal das Passwort. Wir schauen unter anderem auf Deutschland, die gegen Polen spielen. Wales gegen Nordirland, das Inselduell. Unser punktgleiches Team, die Österreicher gegen die Türken. Holland spielt gegen Spanien, das wird interessant. Tschechien gegen Südkorea, da wird Tschechien wohl keine großen Probleme haben. Brasilien spielt gegen Kamerun und Argentinien gegen die Amerikaner. So, ich würde sagen, wir geben dem guten Zanga die Chance, sich auszuzeichnen, der sich im letzten Spiel wirklich hervorgetan hat. Auch Fabrizio wunderbar gespielt im letzten Spiel. Dementsprechend gönnen wir dem guten Carboni mal eine kurze Auszeit. Wir spielen in Deutschland wieder bei Regen zur Mittagszeit. Regen war bisher nicht immer unser Glückspflaster, aber im letzten Spiel gegen oh, wir haben gewonnen, sehr gut. Gegen die Amerikaner haben wir auch bei Regenwetter gezeigt, wie gut wir sind. Das wollen wir jetzt natürlich gegen die Iren am besten gleich mal wiederholen. Wilde Szenen hier im Strafraum. Wir sehen schon die Iren ganz aggressiv. Wird ein harter Brocken, da bin ich mir sicher. Wir wissen, der Tabellenplatz hat nicht immer was zu sagen. Boah! Killy! Eieieiei! Killy macht das 1:0 für die Iren. Eiskalt überrascht. Wunderbar gespielt worden. Pagani macht alles, was er kann. Die Verteidigung versucht alles, aber Kili schockt uns. Aber so richtig. Also, der Tabellenplatz zeigt nicht immer das, was die Teams auch so wirklich können. Natürlich versucht jeder auch besonders gut zu spielen gegen Italien. So, schauen wir, dass wir jetzt in unseren Rhythmus zurückkommen. Da gibt es erstmal Gelb für Colito. Das ist natürlich alles andere als schön. Das muss man jetzt ganz klar sagen. Eiskalt schocken sie uns da. Merlin im Tor wird jetzt alles versuchen, um dieses Ergebnis zu halten, aber aggressiv die Iren. Gut eingestellt, schwierig zu bespielen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Boah. Also, der Tabellenplatz sagt gerade überhaupt nichts aus. Sie machen ihr Spiel des Lebens hier gegen die verlieren. Natürlich will man gegen Italien auch besonders gut spielen. Aber wir kommen noch nicht wirklich ins Spiel, muss man auch ganz klar sagen. 2:0 sollten wir uns nicht erlauben. Eieiei, Bailey! Was geht denn hier ab? Jetzt wird's peinlich. Puh.
Also laut Tabellenplatz ein Spiel, das eigentlich auf dem Papier schon gewonnen war. Aber jetzt wird es ganz, ganz schwer. Boah. Italien kommt nicht ins Spiel. Ich bleibe dabei, die kommen nicht ins Spiel. Die Taktik ist hervorragend, die die Iren hier spielen. Auch schnell aggressiv an den Mann. Jetzt muss Italien reagieren. Bitter, ganz bitteres Spiel bis jetzt für Italien. Und auch da kommt er zu spät, Permolli. Permolli nicht gut. Einfach kein gutes Stellungsspiel. Zanga. Zanga. Trippelt sich ins Aus. Oh, das könnte eine ganz üble Klatsche werden. Italien kommt nicht in Fahrt. Und zwar so gar nicht. Gleifano holt zum Glück eine Ecke raus. Italien muss sich jetzt was einfallen lassen, ganz klar. Die stehen nah am Mann. Die stehen saunah am Mann. Boah, Marlin hat ihn. Wahnsinn. Italien muss umdenken. Wir kommen mit unserem normalen taktischen Spiel so einfach nicht durch. Definitiv nicht. Jawohl! Gaetano mit dem Anschluss. Puh. Also Italien muss umdenken mit der kurzen Staffette. Gut gemacht. Jawohl. Ausgleich, Colito. Sehr gut. Gott sei Dank. Boah, da wurde sich den Ball und dann aber sehr stark gemacht. Umkurft den Torhüter, macht ihn rein. Klasse Leistung. Also, Italien wieder drin im Spiel. Aber mit sehr viel Aufwand. Und lange nicht sicher. Ganz lange nicht sicher, muss man sagen. Also. Zum Glück gibt es noch Hälfte 2. Boah, oben aufs Gehäuse. Mittlerweile Italien besser im Spiel und die Einsatzbereitschaft, sie ist da. Das muss man sagen. Ist tatsächlich da. Kili, der Schütze zum 1:0. Ja, gut gedacht. Italien merkt, sie müssen umschalten. Denn die Iren extrem zweikampfstark. Extrem.
nah am Mann, laufen lange Wege mit. Da kannst du nicht so aufspielen wie gegen andere Mannschaften. Gut, Halbzeit 2-2. Wichtig, dass der Ausgleich gefallen ist, muss man sagen. Aber das kostet natürlich Kraft. Quatsch, nicht Zanga. Zanga hätte ich gerne, genau. Und Graziano, dafür kommt der Riggio rein. Gut. Also, ein Tor muss er. Italien von links nach rechts in blau, azurblau, um genau zu sein. Bitani. Fiderini. Also es ist spannend, es ist spannend. Was nicht zuletzt an einer extrem starken irischen Mannschaft liegt. Wir haben lange gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Ecke. Lang haben wir gebraucht. Okay, ja, das haben sie gut gemacht. Gut den Ball weggeschlagen. Riggio! Der kann es nicht fassen. Hätte hier zum Held werden können. Der Simone. Oh, okay. Sicher gehalten von Mellon. Oh, Fiterini. Nein, ein Tor, drin ist er, drin ist er, 3-2 für Italien, drin ist das Ding, drin ist er, Italien führt, wir schauen nochmal drauf, diesmal in der Zeitlupe, Pizarro springt, kommt ran, Mellon hält ihn und dann, ja, was haben wir dann? Ryan Pizarro, Ryan dreht sich und die Kugel ist drin. Italien führt.
Italien führt. Verdient ist mal die Frage. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das sieht. Führen wir zurecht? Führen wir verdient? Es kann uns am Ende des Tages egal sein, wenn wir nur diesen Sieg mitnehmen. Muss man ganz klar so sehen. Nach haben wir aber nicht gewonnen. Das wäre natürlich bitter, wenn sie sich mit einem Eigentor um den Lohn bringen. Durchaus stark gespielt. Die Iren. Eine Minute muss Italien noch durchhalten. Eine Minute, die wie eine Ewigkeit sein kann. Oh Mann, halt ihn. Boah, Italien. Heute mit dem Glück des Tüchtigen, wie es aussieht. Oder auch nicht. Noch ist das Spiel definitiv nicht zu Ende. Ah, Cortese, was macht er denn da? Jetzt warten wir natürlich auf den Abpfiff. Auch da noch nicht ganz da. Wir müssen noch mal schauen. Ah, Fabrizio zieht das Foul. Gut gemacht eigentlich. Das Ganze unterbunden. Boah, gut gehalten. Mellon, also es wäre bitter. Aber Italien auch mit dem Glück des Tüchtigen, wenn es denn so rausgeht. Noch. Boah. Noch ist Italien nicht durch. Doch. Italien gewinnt durch ein Eigentor von Ryan. War es Ryan? Ja, es war Ryan. Steht zwar nicht da, aber da bin ich mir sehr sicher. Ja gut, aufgrund der Statistik auch das Glück des Tüchtigen. Deutschland gewinnt, England gewinnt, Österreich gewinnt, die bleiben mit uns punktgleich, genau, Nordirland gewinnt, Holland gewinnt ebenfalls, die Tschechen, war zu erwarten, dass sie auch gegen Südkorea gewinnen. Wir schauen, was macht Brasilien, scheitert gegen Kamerun, Argentinien gewinnt gegen die USA. So, wir sind Achter. Und wir drehten an zum Showdown, zum ganz großen Spiel gegen die Tschechen. Wir könnten die Ersten sein, die die Tschechen in Spiel 18 besiegen. 17 Spiele ungeschlagen. Wir sorgen und wir hoffen natürlich, ich hoffe natürlich, dass wir es schaffen, sorgen wir dafür, dass Tschechien
nicht den 18. Sieger einfährt und von Platz 1 verdrängt wird. In dem Sinn, schaltet unbedingt ein in der nächsten Folge. Wird ein klasse Spiel. Da bin ich mir sicher. Ich sage danke fürs Zuschauen, für euren alltäglichen Fußball-Update-Kick hier bei International Superstar Soccer Road to. Ja, nicht die Road to, sondern Make Italy Great Again. Hoffentlich machen wir sie Great Again gegen die Tschechen. In dem Sinne, danke. Tschüss. Macht es gut. Wenn ihr Bock habt, lasst dem Video noch gerne einen Daumen nach oben da. Jetzt bin ich aber raus. Danke. Tschüss. Servus.